Energiewende und Klimaschutz, das waren die zentralen Themen bei der diesjährigen Woche der Umwelt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt im Garten von Schloss Bellevue in Berlin. Fast 200 Aussteller präsentierten an zwei Tagen in Ausstellungen, Fachforen und Podiumsdiskussionen Strategien und Beispiele für gelebten Umweltschutz und die gelungene Umsetzung der Energiewende. Das Spektrum der Leistungsschau zeigte die Vielfalt und zahlreichen Ideen der verschiedenen Projekte und bot zudem Umweltschutz und Umwelttechnologien zum Anfassen. Mittendrin die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz. Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- und Reaktorschutz sowie dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützte Projekt hatte sich im Vorfeld unter 600 Bewerbern durchgesetzt und eines der 190 begehrten Ausstellertickets gelöst. Die Teilnahme auch einer Auszeichnung für gelungene Projektarbeit, von der auch die mitgereisten betrieblichen Partner aus dem gesamten Bundesgebiet profitierten. Auch bei der Woche der Umwelt hatte die Initiative die Energiewende und die damit verbundenen Chancen für kleine und mittlere Handwerksunternehmen im Blick. An Informationsständen und bei Podiumsdiskussionen informierten die Projektbeteiligten gemeinsam mit Betriebsinhabern aus der Praxis für die Praxis und gaben konkrete Beispiele für gelungene Umsetzungsstrategien. Dass gerade im Handwerk riesige Potenziale liegen, bestätigt auch der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ZDH, Hans-Peter Wollseifer. Setzt das Handwerk die Energiewende doch bereits Tag für Tag um? Ich glaube, das Bewusstsein ist im Handwerk bereits vorhanden. Wir sehen uns als Umsetzer der Energiewende. Über 200.000 unserer Betriebe beschäftigen sich mit Energiedienstleistungen oder mit Energieeffizienz und sind darauf ausgerichtet. Ich glaube, dass wir also in Zukunft mit vielen technischen Innovationen aufwarten können im Handwerk und dass das also das Handwerk und die Betriebe in wirtschaftlicher Hinsicht weiterbringt, aber natürlich auch für den Klimaschutz gut ist. Ich denke, die Umweltzentren des Handwerks, die haben mit dem Leitfaden Energieeffizienz einen ganz neuen Beratungsstandard für energieintensive Gewerke und Betriebe geschaffen. Da ist das Ziel, Investitionen in ressourcenschonende und kostensparende Technologien einzubringen in die Betriebe. Und dieser Standard, der wird dann dank der Transferwerkstätten, aber auch dank der Transferpartner bundesweit verbreitet. Das ist unser Vorhaben. Wichtig ist für die Unternehmen einerseits natürlich, dass der Klimaschutz verbessert wird, aber andererseits auch das wirtschaftliche Betriebsergebnis. Das Projekt Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz geht nun in eine neue Phase. Nach dem Aufbau einer Internetplattform mit breit gefächerten Informationsangeboten sowie Best-Practice-Beispielen werden nun auch verschiedene Transferpartner in die Projektarbeit mit einbezogen. Die Umweltzentren haben ja in der ersten Phase der Mittelstandsinitiative Leitfäden und Arbeitsmaterialien entwickelt. In der zweiten Phase der Mittelstandsinitiative soll diese Arbeitsebene in die Fläche getragen werden. Das heißt, dass wir also die Materialien und auch die Checklisten, die entwickelt worden sind, bei uns in der betrieblichen Beratung, der Umweltberatung, der Energieberatung mit einsetzen werden und somit die Materialien zu erproben. Die Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz unterstützt mittelständische Betriebe bei der Umsetzung der Energiewende. Zahlreiche Handreichungen, Qualifizierungs- und Informationsangebote bieten Anregungen für kleine Kniffe und umfassende Strategien zur Umsetzung der Energiewende im eigenen Betrieb. Neben einer kostenfreien Erstberatung vermitteln die Experten Kontakte zu geprüften Fachfirmen und externen Beratern und informieren über den Einsatz erneuerbarer Energien und energieeffizienter Querschnittstechnologien. Weitere Informationen gibt es im Internet